Ich habe gar nicht gesehen, dass du da bist. Schönen Sonntag. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sind mal wieder hier und haben uns im Grafikfehler festgelaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier hin dürfen, sollen, müssen, brauchen, können. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt zurückkomme. Ich bin ja außerhalb der Mauern. Ja, ich habe mich außerhalb der Mauern gebuggt. Und jetzt wird das echt ein Problem, wenn ich nicht mehr weiß, wie es zurückgeht. Haben die da einfach so... Achso, das ist wohl weniger schlimm. Ist wohl quasi Absicht. Haben sie einfach vergessen. Haben sie sich gedacht, da läuft ja eh keiner hin. Ah, hier. Da ist ein Durchgang. Hier seht ihr. Hier ist ein Durchgang. Da gibt es einen Spalt, den sie aufgemacht haben. Und da kann man dann hier rüber. Was ist, wenn ich jetzt in die andere Karte laufe? Das ist ja verrückt. Oh. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Aha, das ist da oben auch irgendwie so ein Kartenrand. Aha. Aha, aha, aha. Ach so, ja, jetzt bin ich wieder da. Na, ich verstehe schon. Okay. Aber hier ist alles nicht zum Schütteln. Das ist alles nicht zum Schütteln da hier drüben. Das sind gar keine Geheimnisse. Oh, das ist aber so schade. Oh, jetzt habe ich das Spiel kaputt gemacht. Jetzt bin ich nämlich hier außerhalb. Jetzt komme ich nämlich eigentlich von rechts vom Ladescreen. Verstehe, das kann er nicht. Das kann er nicht, weil da wäre eigentlich ja dann der Ladescreen gewesen und so. Ihr versteht schon, was ich meine, ne? So, meine lieben Freunde, wir wollen mal hier nicht so lange rumdümpeln und hier nicht so viel mit unseren krassen Hacking-Skills angeben. Also, wenn das ein Mitarbeiter von T-Voller sieht, ne? Ja, ich hab's mal wieder gefunden, wa? So, also. Wir schütteln den Speck und holen uns ganz viele Rubin-Skins und kaufen uns dafür, ne, warte mal, Futter? Ne, was kaufen wir uns denn? Samen, haben wir gesagt, ne? Judith hat gesagt, kauf dir ein paar Samen. Ich sagte es dir, ich rate dir, kauf dir Samen. Damit kannst du Dinge pflanzen. Ja, und pflanzen hört sich natürlich immer ganz gut an. Das klingt gut, das ist biologisch, ökologisch, ne? Da können wir was für die Natur machen mit Pflanzen und so. Das klingt auf jeden Fall so nach grüner Daumen, links, rechts und so. Dann machen wir das natürlich. Und wir laufen hier mal durch die Wiese. Oh nein, da kommen keine Zaubermotten raus. Das ist aber super schade. Hey du kleines, hässliches Pixie-Picky. Ich lasse all deine Freunde verhungern. Ich weiß nicht, ob dir das... Völlig, du bist völlig egal. Du bist innerlich total tot, oder? Du bist innerlich komplettes totes Picky. Ein kleines Schweinchen. Ein kleines Piggy bist du. Piggy-Piggy. So, Piggy-Piggy. Jetzt gucken wir mal hier. Guck mal, seitdem ich hier die Karte gecrashed habe, hatte ab und zu so ein bisschen Lags. Ne? Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber manchmal... Ruckelt das Spiel, dann lädt er so ein bisschen nach. Oh ja, komm, schüttel den Baum. Schüttel Baum. Schüttel, schüttel Baum, schüttel, schüttel Baum. Warum ist denn hier nichts? Wieso ist denn da gar nichts? Ich dachte, hier hätten wir schon mindestens ein paar Features noch. Ist denn nur dieser hässliche Schüttelbaum? Ihr denkt euch auch so, wow, Peggy, wow. Oh mein Gott, dieses Gameplay, es ist so ungeheuerlich. Komm, Peggy, bitte schüttel nochmal in diesen Baum. Oh, nein, da ist gar nichts rausgekommen. Peggy, komm, schüttel doch nochmal, bitte nochmal stärker in diesen Baum. Oh, es kommt immer noch nichts raus. Peggy, komm, bitte, bitte verprügel diese Frau da oben. Klar, mache ich. Bam, psch, psch. Hallo, Leonie. Wie gefällt dir unser Dorf? Ich hasse es. Kann ich irgendwas kaufen bei dir, Leonie? Kann ich dir was klauen bei dir? Kann ich mir was mitnehmen bei dir? Was kann ich denn bei dir? Für was bist du denn überhaupt da, Leonie? Leonie, Leonie, ja, wenn das mal gut geht mit dir. Ach, guck mal, die kleinen Geheimnisse. So. Oh, oh, Le Trou, Le Trou, Le Trou. Oh, Tribia. Ja, Multo de Opale, Opalo Multo. Oh, bien, bien, Opalo. Oh, me gusta Opalo. So, jetzt gucken wir mal. Ob wir vielleicht noch mehr Opalos finden hier. Klingt wie so ein Tier. Oh, haben sie die Opalos schon gefüttert? Was, Opalos? Nein, die sind gestern alle gestorben an Opalkrebs. So können, so, oder Opalhusten oder sowas, oder Opalschnupfen. Oh, wie komme ich denn da? Kann ich da auch irgendwie rüberhüpfen? Nee. So. Ach ja.
Da, 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 die Musik macht mich langsam, aber sicher verrückt. Ich hör den ganzen Tag nur diese Musik, die ich mag. Hier ist ein Tee, doch es gibt hier kein Tee. Das ist der Händler und er hat Samen. Ich hätte gern noch Samen und das hier ist Dünger. Ich will Samen für mein Beet. Das ist Kraftfutter. Wo krieg ich denn Samen her? Ah, beim Zauberer war das, ne? Haben wir doch gesagt. Geh zum Zauberer, um dir Samen zu holen, damit du dir irgendwelche Sachen anpflanzen kannst. Ja, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen oder verdrängt oder beides. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich beides. So, gut. Gut, sehr schön. Wir sind auf einem grünen Zweig. Wir können uns schon fast wieder was beim Opalmeister leisten. 180 ist, glaube ich, das Günstige. Komm, ich muss noch irgendwas schütteln. Komm, bitte. Bitte gib mir noch irgendwas zum Schütteln. Gibt's keinen Schüttelbaum mehr? Noch einmal den Baum schütteln. Bam, 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 kling, kling, kling. Ja, sehr gut. Okay, 190. Gleich haben wir die 200. Das ist schön. Mit 200 können wir uns auf jeden Fall wieder was beim Wucherwizard kaufen. Wir haben 200 auf geht's zum Wucherwizard. Der tauscht uns dann ein, was er kann. Wucherwizard ist ein geldgeiler Mann. Ja, so sieht's aus. Ich geh dorthin, dann nach Haus. Ich kauf mir was von dem Wizard. Mal sehen, was ich bekomme. Also ist er tatsächlich jetzt der... Muss ich den Zaubergegenstand wirklich neu kaufen? Oder was, Lynx? Hä? Du kleiner Wucherboy. Ist das jetzt Samen? Was ist denn ein Samen? Ist das Zauberpulver Samen? Oder wie? Ich habe ja keine Ahnung. Komm, wir kaufen jetzt mal Zauberwasser. Herzlichen Glühstrumpf, Sarah. Das ist dein erster Zauberpulver gekauft. Den Zauberpulver dann ein und... Ja, aber ich will doch aus diesem Grund, dass er auf der Lichtung direkt... Bla, laber mich nicht zu. Wo kaufe ich denn dann Samen jetzt? Bei ihm? Weil es mir wurde doch gesagt, ich muss zu dem Typen laufen und Samen kaufen, oder? Zu dem Typen laufen, um Samen zu kaufen, um sie dann zu verbrauchen. Auf deinem Feld, was mir nicht gefällt. Der Hund hat gebellt. Wer hat den erstellt? Den Hund gibt's auf der Welt und ich bin auch auf der Welt oder in einer anderen Welt oder... Das helle Licht ist total grellt. Mann. Ja, hallo. Hallo, ich sehe dich, Pitti. Oh, Mann, ey. Oh, guck mal, cool. Oh, guck mal, die sind ja voll süß. Ich sammle sie alle ein, weil ich so viel Freude daran habe. Hey, ihr habt das echt mal früher auf dem DS gespielt, oder was? Habt ihr nicht irgendwann einen totalen Anfall gekriegt? Saßt ihr nicht irgendwann total weinend in der Ecke und habt euch gedacht... Oh nein, Sarah. Also, ich könnte es verstehen, ja? Mir gilt es genauso. Oh ja, geil, Alter, ein Bonusbaum. So, gib mir all deine Schätze. Komm schon, du Opalbaum. Gib mir deine Opale. Und gib mir auch alles andere, was du in deinem Dings hast. Ich muss es nämlich noch verbauen. Und oh, hör da gar nicht mehr auf, Opale zu spucken. Das ist ja ungay heuerlich. So, den schubsen wir auch noch mal ein bisschen, weil wir so Aggressionen haben. So, komm, jetzt gehen wir zum Zweihorn und gucken mal, was das für uns übrig hat für krasse Informations. So. Also. Let's check this around and we go there. Vielleicht haben wir Erfolg, vielleicht aber auch nicht. Oder so. Wir müssen mal gucken. Also, gibt es einen neuen Zauberspruch für uns? Wir müssen uns jetzt erst das Ding wieder freischalten lassen. Hier auf diesem, auf dem Freischaltungsdingenskirchens hier. Da, okay. Ich nehme es auf. Was ist mein Zauberspruch? Die Goldregenzauber. Oben, unten. Was war es das? Oben, unten.
Einhorn mit dem Zauberbuch wieder fliegen. Das ist die Energie des Einhorns. Ach so, erst wenn es genug Energie hat. Aha. Das heißt, wir müssen es so vollpumpen mit Steroiden und irgendwelchen anderen krassen Mitteln, die wir erfinden. Wir nennen es mal Vitamin C-Bonbons, bis sich das Einhorn bereit erklärt. So oben, unten. Oben, unten. Warum ist denn das nicht mehr vertont eigentlich? Da ballert sie mit ihrem Zauberstab los. Wir haben jetzt nur noch Musik, aber kein Ton mehr. Und ich sehe auch nicht, dass sich jetzt was verändert. Oh, jetzt kann ich reiten. Oh mein Gott. Oh wow. Oh mein Gott. Krass. Guck mal, wie es flitzt, ey. Njom. Das ist ja der Oberhammer. Die Reitanimation ist gar nicht so scheiße. Und ich bin auf einmal scheiße schnell. Das ist ja übelst krass. Kann ich springen? Nee. Vielleicht springt von alleine. Boah, das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer, Leute. Also, ich bin ganz hin und weg. Wir können das Einhorn endlich reiten. Mehr dazu beim nächsten Mal. Also, ne? Freut euch drauf. Krasse Einhorn-Reit-Action ab jetzt hier in Sarahs Wunderland. Oder whatever das ist, ne? Ciao.